So, ich habe mal die Schriftgrößen verändert. Das Problem ist, das ist, glaube ich, jetzt wirklich größer, oder? Also, das Standard ist 1,185 und das ist 1,2. Und das Problem ist, das ist ein bisschen eine Holzhammer-Methode, weil jetzt ist halt alles größer. Im Hauptmenü ist es sogar so, dass die Schrift nicht mehr ganz mittig ist. Beziehungsweise, nee, das ist gleich. Aber das hier ist auf jeden Fall größer, würde ich sagen. Mal kurz gucken, was Parvati sagt. Das jetzt auch bei ihr jetzt. Something you need? Das ist definitiv größer. Ach so. Achso, sie hat etwas erwähnt, wo er nicht fragen würde. Na, was denn? In the bar? When I asked if you were a drinker? Hat sie? Sie klang besorgt. Ich habe das gar nicht gehört, aber sie klang besorgt. Sorry. I know, it's none of my business. Naja, ich. Die trinken nicht. Strong drink makes me sick. And it makes me real sad. I start thinking about things I oughtn't and then. Well, never mind that. You got better things to think on. Sorry. So kriegt das Eis ja aber nicht gebrochen. Ich höre gern zu, genau. I'm sorry, I shouldn't have said anything. Schade. Fehlt mir bestimmt der entsprechende Speech-Wert für, um was zu machen. So, hier müsste ja eigentlich wieder immer noch alles tot sein, oder? Mir ist immer noch nicht eingefallen, was Evicted eigentlich heißt. Jetzt kann ich die Trippklinge mitnehmen, yay. Ist irgendwo in der Landschaft random Werkbänke gibt, die ich noch plündern kann? An sich ist das Emerald Vale eigentlich viel schöner als die eigentliche Stadt, ne? Das Zeug hier. Ich bin übrigens immer noch sehr enttäuscht, dass ich mein Scharfschützengewehr keinen Schalldämpfer. Versammlungszentrum von Emerald Vale. Descent aus dem Ohrmitzt. Wir sollten in den Deckel gehen. Oh fuck. Und wie bin ich nicht so gut im Treffen? Der Plünder-Hooligan hält ganz schön was aus, ne? Ups. Oh, ich sollte den Helm wieder aufsetzen. Fällt mir gerade zu sein. Oh, da habe ich jetzt sogar noch... Ausgebeulter Niederdruckhelm. Hephaistos. Plünderhelm, dieser Helm von Hephaistos. Was? 4 von 5 Niederdruckarbeiter würden die Verwendung nicht mehr empfehlen. Aber der Rest wohl ist. Was ist das hier alles? Demnächst, Mantikönigin, Varanus Toxiridia, ergänzt euch an der großartigen Mantikönigin, die Herrscherin der Nester, importiert von Terra 1, um zu erregen und Vorstellungskraft anzuheizen. Ich nehme an, dass die Möter, Beta Lupus Familiaris, Möter, ein beinahe wissenschaftlicher Begriff für mutierter Köter, gibt es in ganz Emerald Vale in zwei unterschiedlichen Varianten, domestiert und wild. Wilde Möter jagen in Rudel, domestierte Möter jagen, können zwar loyale Begleiter sein, aber der Möter als solcher ist immer noch ein wildes Tier und sollte stets mit Vorsicht behandelt werden. Ah ja. Und die Viecher kenne ich auch schon. Troklos. Diese Darstellung bildet zwei mächtige Troklos ab und erfordert exzessive Feldforschung. Wir bitten um Augenblick der Stille für die Forscher, die im Namen der Authentizität ihr Leben gaben. Ist es so? Was haben wir hier? Fische? Sind das die? Saltuna, Samudida Salinis. Wenn Ozean und Flüsse das Herz und die Adern von Emerald Vale sind, dann ist Saltuna unser höchster profitables Blut. Dieser fleischige Fisch lebt im Ozean und wandert in der Paarungszeit die Flüsse empor. Saltuna sind Semmelpaar. Sie sterben also nach einer einzigen Fortpflanzung. Das ist der Zeitpunkt, in dem unsere verlässlichen Spacers Choice Sammler ihre Kadaver aufsammeln, damit sie geputzt, verarbeitet und eingedurst und direkt an euren Esstisch geliefert werden können. Der Fisch, den es hier seit Jahren nicht mehr gibt. Ist das Überbrückungskontakt? Ja, nehme ich gerne. Oh, bringt mir das was zu hacken? Ich mache es einfach mal, solange ich noch hacken kann. Versammlungszentrum von Erste Hilfsschlüsselkarte, Protokolle. Geschichte der Emerald Vale Ausstellung. Zusammenfassung. Die Ausstellung Geschichte von Emerald Vale wird nach ihrer Fertigstellung die stolze Geschichte unserer Siedlung für die Nachwelt festhalten. Diese Zusammenstellung von Erinnerungsstücken aus der Gründerzeit unserer Siedlung wird dank dem harten Einsatz der Spacers-Familie in der Eingangshalle des Versammlungszentrums zur Schau stellen. Im Zuge dieser Ausstellung wird eine ausgeschöpfte Mantikönigin thronen, die als Zeichen des Sieges unserer Zivilisation gegen die Natur die Eingangshalle verschönern wird. Direktor Pickett. Pickett. Kein Name, den ich kenne. Versperrt. Ist übrigens gerade was ärgerlich, dass ich hier wieder Texte vorlesen muss. Das ist nämlich so, dass ich
vor ein paar Tagen eine kleine Weisheitszahn-OP hatte. Rüstungsteile, oh, sehr gut. Und ich deswegen ein bisschen mundfaul bin. Ich klinge, glaube ich, anders als sonst. Also ziemlich sicher. Und, oh, was ist das hier? Spacer's Chore. Ich hau mir das Inventar schon wieder mit irgendwelchen Drecks voll. Irgendwie sind die Viecher ja auch ganz süß, ne? Oh, ein antiker Säbel. Der noch von der Erde stammt? Schaffen wir das schon irgendwie gut? Ich ahne bloß, dass es nicht lange halten wird. Weil es ist bestimmt wieder so eine Waffe, die so 5 Schuss durchhält, oder? Naja, Zustand 91%. Ich habe damit 3 Magazine jetzt abgeschlossen. Das ist so typisch, ne? Das ist in allen möglichen Spielen ohne Energiezellen. Ich habe gehört, das Spiel wird erheblich. Das Spiel wird erheblich einfacher, sobald man die erste Plasmawaffe gefunden hat. Ich habe meine Rüstung aufgelevelt. Okay. Derwisch Mist. Nalin-Verstärker läuft zum plus 20%. Na gut. Auf der anderen Seite, die Pistole tut es auch nicht. Oh, ich verkaufe eine Mart. Ach so. Ich verstehe. Ich habe doch da nichts zum Verkaufen, außer meine Waffen. Wenn die Leute wohl aufgehört haben, darüber nachzudenken. Achso, das kann ich leveln, dass ich einen Verkaufsautomat, dass ich einen Einkaufsautomaten verkaufen kann, ne? Ach, das ist die erste Hilfe. Gut, dass ich das nicht gehackt. Na gut, das war ein bisschen umsonst, dass ich das gehackt habe, weil da einer Dings hat das hier gedroppt, ne? Experiments Atropolizin. Bones und Gearstone Mix. Ja. Wir haben zumindest die Experimentaldroge. Lief das als der Mittel ab. Fuck. Sperrt. Geht's noch hin? Da hinten steht noch ein Computer. Den würde ich mir ja schon gerne angucken. Achso, vielleicht komme ich einfach hier rein. Wer sind die? Bewohner. Hm. So lange tot sind die wahrscheinlich noch nicht, oder? Waffenteile. Unsere Ursprungsmission ist übrigens immer noch irgendwie komplett anders, ne? Oh. Darf ich das Ding wirklich knacken? Terminal ist irgendwo kommen. Direktor Pickett. Achso. Von Rosberg. Schlüsselkarten. Liebe Mitarbeiter, der Schlüsselkartenencoder in der Lobby ist wieder funktionstüchtig. Im Idealfall sollte er nicht erneut durchbrennen, wildfremden Leuten Schlüsselkarten aushändigen. Sollte ein Encoder einen weiteren Ausfall haben, können die im Falle eines Verlustes Schlüsselkarten vom Direktor oder einem der Angestellten im Büro im zweiten Stock geliehen werden. Direktor Pickett, ich muss eine Beschwerde aufgeben. Deine Besessenheit von dieser Manti-Königin verschwendet wertvolle Ressourcen und hält die Entwicklung der gesamten Ausstellung zurück. Du musst sofort aufhören. Lemon Trammell, Finanzbeauftragter. Bitte aufhören. Lieber Auftraggeber, dieser Brief bezieht sich auf deine Anfrage über eine ausgewachsene Mantikönigin. Wie du wahrscheinlich weißt, haben unsere Kundschafter eine wunderschöne neue Art in der Wildnis entdeckt. Wir haben uns auf deine Zustimmung hin ein Team hochspezialisierter Jäger ausgesandt, um sie für sich zu töten. Wir müssen dich bedauerlicherweise darüber informieren, dass das gesamte Team ums Leben gekommen ist. In Kürze übersenden wir dir, wie vertraglich vereinbart, unsere Rechnung für das Grabgebühr der verstorbenen Jäger. Darüber hinaus verlangen wir einen Ausgleich der entstandenen Kosten für die beschädigten, zerstörten, verdauten, korrodierten und oder verspeiste Ausrüstung. Vielen Dank für deine Unterstützung und lass mich diese Gelegenheit nutzen, um dir 10% Rabatt auf eine weitere Jagdmission zu bieten. Ich freue mich, von dir zu hören. Mit freundlichen Grüßen, Hunters and Trackers LTD, also Limited, in Partnerschaft mit der Wildlife Eradication Society, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Universe Defense Logistics. Hunters, Trackers and Limited. Wir bringen der Fauna Halcyons die grausame Realität bei. Charming. Taktische Körperpanzerung, Bittenmodul. Was mich ein bisschen stört, ist, dass die meisten Sachen, die wir hier irgendwie finden an Waffen, das ist in so einem Büro hier, dass das halt nie gut ist, ne? Ich glaube, das Ding hier zu knacken bringt, glaube ich, halt auch nichts. Oder ist ja irgendeine Patzung von den Sachen, die ich gerade gefunden habe, besser als das, was ich jetzt habe? Nö.
Mal sehen, was uns hier oben noch erwartet. Sieht ein bisschen aus wie so ein... Diese Computer sind übrigens sehr komisch. Noch eine Herzkette. Ich würde gerade sagen, es wirkt wie so eine Redaktion. Weißt du? Ach, hier oben war er, der plünderer Hooligan. Tja, ansonsten gibt es hier anscheinend nicht mehr viel. Na gut, dann... Ach, hier bin ich auch gekommen. Das habe ich vorhin irgendwie ignoriert. Space has choice. Hm. Oh. Man soll mir ja nicht nachsagen, dass ich nachlässig beim Plündern wäre. So, ist hier so was? Oder will mich hier vielleicht irgendjemand aufhalten in meiner großen Mission? Mit hohen Inspirationswerten. Also ich glaube, ich brauche das, dass ich einen Automaten verkaufen kann. Manchmal abgesehen, dass ich irgendwie doch so ein paar leichte Geldprobleme habe. Das ist wahrscheinlich nicht zuletzt. Dadurch, dass ich meine ganzen Waffen immer hin und her baue. Ob wir noch an andere Orte kommen, die ein bisschen zivilisatorisch vielleicht fortgeschrittener sind als dieser Ort hier. Wäre irgendwie ganz schön, oder? Was ich noch gucken wollte, ist... Charakter. Wann level ich denn eigentlich das nächste Mal? Sicherheitsinspektor. Bald, genau. Ich wollte nämlich gucken... Schalt die Fähigkeit von Waren und Verkaufsabmann zu verkaufen. Genau, das will ich haben. Ich glaube, dass das tatsächlich ganz nützlich sein könnte. Ich könnte mich natürlich täuschen. Vielleicht gibt es im späteren Spielverlauf. Kann ich mich zurückhalten, Sachen zu verkaufen. Aber warum ist hier die Tür eigentlich explizit rot? Wow. Wessen Bude habe ich hier gerade geplündert? Ich meine, ich muss die Tür hacken. Ich finde vor allen Dingen immer wieder irgendwelche Gegenstände, die irgendwie auf den ersten Blick halt irgendwie nach besonders was Besonderem aussehen, aber glaube ich denn doch gar nicht so besonders sind. Falsche Fenster fügen Schönheit und Lebenssimulation zu deiner Hütte hinzu. Warte mal, wie kann ich jetzt hier meine Tagebuch? Kommt denn ein Morgen jetzt und immer fort? Du hast eine Packung. Ich würde das gerne aktiv setzen. Da vorne. Das Problem ist, dass ich diesen Typen sonst so schnell nicht wiederfinde. Esther Blame, hör mir reden. Mingle, go try the cantina. Mingle. Tja, ich hab deine Medizin. Let's see it. Don't keep us waiting. Na ja. Sweet life-giving nostril. 2000 XP. The first hit's always the best. Scratched together all the bits I had around the domicile. It ain't as much as you deserve, but it's all I got. Ach, ruf bei Spiel. Hab ich gerade 2250 XP plus 3000 gekriegt? Ich habe mein Leben geschrieben, das Jahr zu retten. Ja, hier. Stimmt nicht, du hast ein Geheimnis. Ja, hier. Ich mach mal überzeugen klingt irgendwie immer netter als einschüchtern. You're wringing the blood out of me. Here, you can have whatever's in my pockets. Überzeugen nutzt. Oh. So, müssen wir jetzt einmal hier leveln hier, warte mal. So, genau, das schaltet uns nämlich außerdem übrigens noch hinter der Stellkraft. Irgendwas geht wieder an Glühbirnen zu sehen. Ah, ja, hahaha. Das ist gut. Gut, was können wir noch leveln? Fernkampf? Kritischer Schaden durch Handfeuerwaffen, kritischer Schaden durch Langwaffen. Da kommen wir so schnell nicht hin. Tech. Wissenschaft? Na gut, 30 bringt uns also erstmal überall nichts. Wir haben noch 6 Punkte. 10 plus Pavati? Achso, Pavati bringt mir Punkte. Ach so, also ich habe aktuell 25, aber durch meine Ausrüstung. Ach so, okay, gut. Also ich habe gerade, weil ich Pavati bei habe, habe ich da Boni drin. Verstehe. Ich habe übel Schlossknacken. Ach, Pavati bringt mir auch Boni im Schlossknacken. Das kann ich das überhaupt? Oh. Na gut, Ausweichrollen. Ach. Dialog. Gleich am Anfang alles in Dialoge zu investieren. Niedrig, Niederkauerndauer. Pff, na gut, Lügen. Verwirrt aber.
Schreckenflächeneffekt. Hm. Weiß nicht. Ach komm, ich level lieber alles in Tech. Das bringt mir gerade eh irgendwie nicht so weiter. Oh, warte, ich kann wieder einen Vorteil wählen. Oh, dann nehmen wir auf jeden Fall jetzt diesen Tragedingsbums. Gesünder, Gehgeschwindigkeit, kritischer Grundwert. Begleiterfähigkeiten, Händerpreise. 50 Kilo Tragekapazität, das klingt irgendwie gut. So. Der nicht bei der Gesichtung. Das war schön, ein paar Tage. Die Leute von Halcyon haben kein gutes Gedächtnis. Das ist ja erfreulich, dass die Leute von Halcyon kein gutes Gedächtnis haben. Hat Pavati eigentlich noch was zu dem Vorfall zu sagen hier? Oh nein, hat sie nicht. Okay. Na gut, dann haben wir das. Ich habe gerade gesehen, ich hatte noch ein paar andere Nebenquests. Hol dir Doc McBellys Finger, hol dir Bertie Köln. Achso, das war ja das Rumballern hier bis ins Grab. Das Eintreiben. Ah, gut, wenn die sowieso gerade sind, können wir das doch mal kurz machen. Obwohl ich ja eigentlich raus wollte, um die Landschaft zu erkunden, aber gut. Wollen wir nicht so sein, reden wir mit irgendjemandem. Sieht so aus, würde ich schon wieder in die Fabrik laufen, das will ich gar nicht. Hier mitten in der Fabrik steht jemand? Wer denn da? Ach, hier. Phyllis Wrangler. You the new worker? Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Ja, ja, gewiss doch. Das ist die Vorarbeiterin? Boah, sieht auf jeden Fall wichtig aus, ne? Foreman Granger. Mind those words don't come out of your mouth unless preceded by yes or right away or thank you. Tja, was gerade gewöhnt. Ich bin hier, um sie einzutreiben. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Ja, diese Gründe sind nicht. Was? Sie hat keine Grabgaben für sich bezeichnet? Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. Das. Warum? If you're not familiar with board law, you ought to be. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame though. Eugene was a good worker. Er hat sich erschossen. Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Das klingt wie nach einer tieferen Story. I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's choice handguns aren't the most reliable. Mhm. Was für eine furchtbare Aussage. Hart sein? Ja, sie scheint das ja irgendwie recht ganz gut zu verkraften. Not half as awful as the bill Eugene left us with. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. When one of your workers commits a crime, the entire town pays for it. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's choice. Nett. Weil Mensch kein Gegenstand, das finde ich auch, aber irgendwie scheinen die es sich nicht so zu sehen. Well, excuse you. I'll have you know, Eugene was an asset to us all. May his atoms be commended to the law. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. Ach so. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Silas das irgendwie anders deichselt. Das Ganze. Nun gut, dann holen wir mal die letzte Grabgebühr und dann, aber alles beim nächsten Mal. Bis dann.